ein großes Drittel, die wirklich Angst haben, ja, und die deswegen für die Maßnahmen sind oder sogar für verschärfte Maßnahmen. Sie haben aber einen Teil, der wahrscheinlich unter vorauseilenden Gehorsam geht, weil eben erzählt wird, dass diese Mehrheit die vernünftige Mehrheit ist. Und wer will schon unvernünftig sein, ja? Weil die Erkenntnis von Adorno und dann politisch übersetzt von Hannah Arendt waren ja eigentlich die, dass wenn man den Menschen nur erzählt, es ist für das Gute, ja, dann sind sie zu fast allem bereit. Das würde ja auch erklären, dass wir sozusagen bei dem Gebrauch der Maske diese symbolische Aufladung haben. Ja, seht her, ich trage die Maske, ich trage sie ganz vorbildlich, ich trage sie sogar auf der Straße, sogar wenn die Straße leer ist, ja. Neben Aufrufen zu Disziplin schien die deutsche Regierung auch auf Angst und Emotionen zu setzen. Zumindest lässt dies ein zunächst internes Papier des Innenministeriums aus dem April vermuten. Dort heißt es: Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich zu verdeutlichen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Wenn nichts getan werde, prognostizieren die Verfasser ein Worst-Case-Szenario von über 1 Million Toten im Jahre 2020 für Deutschland allein. Man müsse klarmachen, dass viele Menschen qualvoll um Luft ringend zu Hause sterben. Kinder würden Eltern anstecken. Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung beschäftigt sich Professor Gerd Gigerenzer damit, wie Menschen auf Ungewissheiten und Krisen reagieren. Es ist richtig, dass Menschen, die Angst haben, sich besser steuern lassen, solange sie nicht zu viel Angst haben. Und man kann vermuten, dass die Modellrechnungen, die am Anfang kursierten und die viel zu hoch waren, geholfen haben, dass Menschen genügend Angst bekamen, sodass sie die Hygieneregeln befolgt haben. Im Allgemeinen ist es so, dass Angst nicht nur eine ganz menschliche Reaktion ist, um Gefahren zu entgegen, sondern man kann die Angst auch etwas schüren, um nachzuhelfen, wie es möglicherweise dahinter gestanden ist, damit die Menschen sich auch konformer verhalten. In Deutschland gaben im Herbst 37% der Befragten an, Angst vor einer Corona-Infektion zu haben. In Frankreich waren es knapp 70%. Die Angst steht kaum im Verhältnis zu den Todeszahlen. Die Opfer anderer Erkrankungen sind in der Öffentlichkeit weniger präsent. Sind es die Angst und der Schock, die auch die Parlamentarier beeinflussen? Sodass der Bundestag im März nur 1,5 Stunden brauchte, um über eine epidemische Lage nationaler Tragweite zu entscheiden? Und dass es zu diesen starken Eingriffen in die Grundrechte lange Zeit nur wenige kritische Stimmen gab? Wer stimmt dagegen? Der Gesundheitsminister kann zunächst für ein Jahr weitreichende Entscheidungen treffen, ohne das Parlament konsultieren zu müssen. Gerhard Strate ist einer der bekanntesten deutschen Strafverteidiger. Die Eingriffe in die Grundrechte beunruhigen das Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer. Derartig massive Eingriffe in Grundrechte, die bleiben nur erträglich, wenn sie wirklich auch zeitlich definiert sind, zeitlich begrenzt sind. Wir haben jetzt, einige Monate später, eine Situation, wo wir nach wie vor nicht wissen, wie lange diese Pandemie noch Grundlage für behördliches Eingreifen bleiben wird oder nicht. Das ist eine Situation, die nur noch wenig verständlich und kaum erträglich ist. Der Staatsrechtler befürchtet, dass die Notstandsbefugnisse verlängert werden könnten. Dieser Rechtsstaat lebt von den Grundrechten, die in ihrem Wesensgehalt nicht durch staatliche Anordnungen berührt und eingeschränkt werden dürfen. Und wenn wir das hinnehmen, was jetzt im Moment an Einschränkungen stattfindet, hinnehmen auf längere Dauer, dann sind wir mit dem Rechtsstaat wirklich am Ende. Inzwischen haben Gerichte festgestellt, dass Dutzende von Corona-Maßnahmen rechtswidrig sind. Sie streichen oder reduzieren vom Staat verhängte Verbote und Bußgelder. Professor Matthias Schrappe bezweifelt, dass es überhaupt einen ausreichenden medizinischen Anlass gibt, Grundrechte derart einzuschränken.
Als der Gesundheitsausschuss Anfang September über ein früheres Ende der Notstandsbefugnisse diskutiert, wird er als Sachverständiger gefragt. Von Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, sterben 6-8%. Wenn wir aber die ganz normale Lungenentzündung nehmen und davon diejenigen Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, dann sterben davon zwischen 8-13%. Wir können schlichtweg nicht die These vertreten, dass Covid-19 schlimmer als die gemeine stationär behandlungspflichtige Lungenentzündung ist, sondern eher ist sie etwas gutmütiger. Und wenn man sich jetzt die Frage der Grundrechtseinschränkungen ansieht, erscheint mir das nicht als rechtfertigender Grund. Der Fokus auf die Fallzahlen kann das Kriterium nicht sein. Das macht statistisch, und das sagt Ihnen jeder Statistiker, es macht keinen Sinn. Sie haben keine Referenzgröße, und wo es keine Referenzgröße gibt, gibt es keine Relation. Auch führende Epidemiologen und Virologen kritisieren die fehlende Einordnung der Zahlen. Wenn wir nur warnen, haben wir später keinen Mechanismus mehr zu sagen, jetzt wird es wirklich brenzlig. Und daher finde ich auch die Veröffentlichung der Fallzahlen oder der Alarmismus drumherum eben nicht wirklich zielführend, dass wir da einen souveränen Umgang mit der Pandemie erreichen. Die kumulierten Zahlen ergeben ein ständiges Wachstum, weil man ja die neuen Fälle zu den bereits existierenden dazuzählt. Also steigen die Zahlen immer weiter an. Psychologisch gesehen heißt das, man sieht etwas, das ständig ansteigt. Das macht Angst. Obwohl die Zahl der positiv Getesteten stark ansteigt, blieben in deutschen Krankenhäusern bis Ende Oktober viele Intensivbetten leer. John Ioannidis ist einer der weltweit bekanntesten Epidemiologen. Zu Beginn waren die drakonischen Maßnahmen absolut gerechtfertigt. Man ging davon aus, dass das Virus 80% der Bevölkerung infizieren würde. Unsere Daten zeigten jedoch schnell, dass diese Schätzungen unrealistisch waren. Wir mussten feststellen, dass die Maßnahmen der Gesundheit, der Gesellschaft und der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt haben. Kinder unter Generalverdacht, den Tod anderer zu verschulden? Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte weist darauf hin, dass von Kindern nur selten Infektionen ausgehen. Die Ärztinnen Nicola Fels und Karin Michael gehen weiter. Sie haben ein alternatives Konzept für Schulen entwickelt und fordern, dass nur die Masken tragen, die besonders geschützt werden müssen. Viele Kinder könnten die bedrohlichen Aussagen kaum verarbeiten. Du bist latent zu jeder Zeit für jeden gefährlich. Diese Last, die ist an der Stelle Kindern wirklich auf Kosten von schweren psychischen Problemen aufgelastet worden. Man müsste sich das mal überlegen, das ist unsere Zukunft. Also wie gehen die jetzt ins Leben? Wie werden die ins Leben begleitet? Mit diesem Gefühl, ich könnte dafür verantwortlich sein, dass jemand anders schwerst erkrankt oder sogar stirbt. Das geht nicht. Das Institut für Virologie und HIV-Forschung der Universität Bonn. Hendrik Streeck hat eine der ersten deutschen Studien zu Corona gemacht und setzte sich früh dafür ein, die strengen Maßnahmen zu überdenken, auch die für Kinder. Schüler oder Schulen wurden noch nie als ein Superspreading-Event weltweit beschrieben, sodass man relativ gut sagen kann, dass Schulen nicht dazu beitragen zum Infektionsgeschehen. Bei über 30 Millionen Infizierten weltweit hätte man solche Phänomene schon beschrieben. Corona ist viel mehr als ein Virus, das Risikogruppen betrifft. Es verändert unser Miteinander, selbst auf dem Schulhof und im Klassenzimmer. Schulärzte fürchten, dass wir Kinder jetzt das Falsche lehren. Tiefes Misstrauen und Argwohn und den anderen verpfeifen, wenn er irgendwas nicht korrekt macht. Das lebt massiv. Das habe ich in einer Situation erlebt, dass man dann im Zweifelsfall ohne Namensnennung, man dürfe irgendwo dem Lehrer einen Zettel hintun und sagen, wer sich nicht ordentlich verhält. Das sind auch soziale Methoden, die da in Kindern angelegt werden, des Misstrauens und der Denunziation, die man eigentlich gesellschaftlich in unserer Gesellschaft auch niemals sich hätte vorstellen können, dass die wieder auftauchen.
Die Allgemeinheit schützen auf Kosten der individuellen Freiheit? Ein Zwiespalt, der nicht ohne Folgen bleibt, fürchten Politikwissenschaftler und Juristen. Die Blockwarte und Denunzianten werden wieder aufgerufen, aktiv zu werden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das Spaltungspotenzial für die Gesellschaft enorm ist. Ja? Und die Frage ist damit gestellt, was passiert nach dem Rauskommen, ja? Wenn wir dann sozusagen über Monate auseinandergetrieben worden sind. Ja? In Umfragen geben 3/4 der Bevölkerung an, kein Verständnis für die Demonstranten zu haben. Im Gegenteil, die Kritik an den Maßnahmen können viele nicht verstehen. Darf man deswegen die Maßnahmen nicht hinterfragen? Einige Politiker und Journalisten scheinen das zu erwarten. Manche bezeichnen Menschen, die gegen die Corona-Regeln demonstrieren, sogar als Covidioten. Wenn ich die Person diffamiere und sage, du bist ein Covidiot, dann habe ich schon ein Ausschlusskriterium. Das heißt, ich muss dein Argument nicht ernst nehmen. Und das ist das Verfängliche heute in der Diskussion, dass sich eine geschlossene Meinungsdecke im Grunde selbstgerecht dazu entschließt, bestimmte Argumente nicht einmal ernst nehmen zu müssen, weil sie aus dem oder dem Mund kommen. Kritiker haben es in Corona-Zeiten schwer. Eine Politik muss bereit sein, zu revidieren und auch wieder zurückgehen oder im Extrem in die andere Richtung gehen, wenn es neue Fakten gibt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Eine Politik, die stur bei ihrem Weg bleibt, das kann gefährlich sein. Wie bleiben wir ein Sozial- und ein Rechtsstaat, der diesen Namen verdient? In einem System der Notstandsgesetze. Das ist die große Lektion. Was jetzt fehlt, ist eine Kommunikation darüber, erstens, wie die Mechanismen sind und insbesondere eine geradezu tägliche oder wöchentlicher Hinweis darauf, dass das Ziel aller Maßnahmen, die Beendigung aller Maßnahmen ist. Ja? Das habe ich noch nicht gehört. Aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf? Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske. Weltgesundheitsorganisation WHO wiederum rät weiterhin nur kranken Menschen oder Menschen, die mit ihnen in Kontakt sind, zu einem Mund-Nasen-Schutz. If you do not have any respiratory symptoms such as fever, cough or runny nose, you do not need to wear a medical mask like this one. Sie gelten ja eher als Maskenskeptiker. Hat die neue Maskenpflicht in den Supermärkten eigentlich in den letzten Wochen irgendwelche nachweisbaren Auswirkungen? Wir haben in Österreich bislang nicht nachweisen können, dass die Einführung der Maskenpflicht, was wir jetzt zweimal gehabt haben, irgendeinen Effekt hat auf den Verlauf der Inzidenzen. Und wir haben auch nicht zeigen können, dass das Aufheben der Maskenpflicht, was wir auch schon bei der Lockerung gehabt haben, irgendwie sichtbare Spuren gezeichnet hat. Auch nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln? Auch nicht. Wir haben in Österreich Gott sei Dank noch keine Ausbrüche, die auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzuführen sind. Wir wissen mittlerweile aus Studien aus China, dass selbst wenn Sie neben jemandem sitzen, der die Infektion hat, im Zug nur 1% der betroffenen Nachbarsitze sich infizieren. Wir wissen, dass in Bussen im Ausland natürlich Übertragungen stattfinden. Aber hier, wie gesagt, ist das bei uns nicht das Problem. Es scheint schon so zu sein, dass ich einen engen Abstand brauche und 15 Minuten reden. Tröpfchen produzieren, reden, schreien, singen, das ist das Wesentliche. Also das Risiko, sich im Gasthaus anzustecken, geschweige denn von der Diskothek, da ist ein Riesenunterschied zum Aufenthalt in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm.